Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem kleinen tollen Adventure aus dem Hause Dedelic Fire. Ja, mit unseren kleinen Helden, den wir hier schon sehen, und alles wird sich natürlich, wie der Name schon sagt, um Feuer drehen. Es ist ein besonderes Adventure, muss man sagen. Es ist jetzt schon, war das rausgekommen? April, glaube ich. Also noch nicht ganz so alt. Dementsprechend freue ich mich auch, dass ich es zeigen kann, dass ich jetzt die Zeit habe. Und nochmal vielen Dank an Dedelic für die Erlaubnis, dass ich das zeigen darf. Und es wird nicht das einzige Dedelic Adventure sein in der nächsten Zeit. Da werden noch zwei sehr wahrscheinlich Folgen, vielleicht sogar eins noch parallel hierzu oder wie auch immer. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank nochmal, dass ich diesen und die beiden noch nicht namentlich genannten Titel zeigen darf. Das freut mich wirklich sehr. Und ja, wir wollen natürlich auch gleich loslegen mit unseren Helden. Was hier besonders ist an dem Adventure, das so viel weiß ich schon. Ansonsten natürlich wie immer blinde Kuh wäre sehender als wir. Ich weiß gar nichts über das Spiel, außer dass das unser Held ist, dass er, schätze ich mal, Dedelic typische Rätsel lösen muss, viel Humor mit Sicherheit dabei ist und dass er nicht spricht. Wir haben hier keine Textausgaben, das Spiel ist eher intuitiv gesehen. Richtet sich auch teilweise auch an Jüngere, aber nö. Ich behalte mir das Kind im Herzen und dementsprechend habe ich mich selber dieses Spiel gefreut, als ich es gesehen habe, dass es rausgekommen ist. Und ja, freue mich einfach, dass ich es jetzt machen darf. Und hehe! So. Was? Ah, ich glaube, die Maus muss ich doch noch. Ah ja, die DPI passt besser hierzu. Häuptling, Feuer. Fängt schon. Ja. Ja, unser kleiner Held hier, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Schande auf mein Haupt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Namen hat. Mit Sicherheit. Es war nicht anders zu erwarten, als dass er einschläft, während er aufs Feuer aufpassen soll. Fängt schon sehr gut an und das findet unser lieber Häuptling wohl nicht so gut und lustig. Ja! Tja, da ist's geschehen, wir sind aus dem Dorf. Oh, traurig, wer ist ausgestoßen? Wo ist meine Maus? Maus? Ich sehe keine Maus. Ach, noch geht er von sich aus. Ah, den Apfel möchte er haben. Ah, Maus! Und wie man sieht, es ist wunderschön bunt, es ist toll, es ist knallig. Und ich mag den Charme halt von unserem kleinen Freund hier irgendwie sehr. Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen. Aha. Also wenn ich Leertaste drücke, habe ich hier natürlich die Dedelic-typischen Sachen, wo man vielleicht mal hinklicken sollte. Ja, wir sollten uns vielleicht nicht nähern, aber hey, danke, Knochen. Den können wir doch bestimmt mitnehmen. Haben wir unser... Ah, wir haben kein Inventar. Das ist auf jeden Fall schon mal anders als gewohnt. Wahrscheinlich können wir nur das, was wir da haben. Naja, Inventar, wo sollte er mit seinem flotten Lendenschurz auch Sachen deponieren? Ich würde gerne den Apfel da haben. Kann ich da den Knochen da hochwerfen? Ey! Das sieht sehr ungesund aus, Schlange. Du solltest mal zum Arzt gehen. Und das findet sie anscheinend auch nicht allzu lustig. Haben wir hier denn noch was anderes? Ne, wir haben unser Knochi. Okay, wir nehmen unser Knochi wieder mit. Jetzt müssen wir ja... Ja, man sieht, es ist ein intuitives Spiel. Man muss halt sehen, wie man hier zu Rande kommt. Oh! Oh! Ja! Das sieht gut aus. Dedelic, typischer Humor. Ich sag's doch, mir gefällt es jetzt schon. Gib den Knochen wieder her, ich will den Apfel haben. So, finde ich gut. Hui, und da oben ist er und wupp dich. Und wir haben einen Apfel.
Ja, schön, dass er ihn einfach auffuttert. Psychedelischer LSD-Apfel. Erstmal schön den Trip kriegen. Der Baum spricht zu uns. Wir sind eine Elfe. Um Gottes Willen. Ahumanasa, aha. Okay, das sind wahrscheinlich die Level. Und wahrscheinlich sind die kleinen Glühkäfer irgendeine Boni, die wir fangen müssen irgendwie. Oder kriegen müssen. Oder überhaupt. So, ja. Hä? Njam, njam. Ah. Ah, wir müssen nur draufklicken. Gut. Also nicht ganz so kompliziert. Und, ach, Belunga. Gut, das ist also Belunga. So, jetzt haben wir hier, hä? Ah, da oben ist das Käferchen wieder. Kannst du daran ziehen? Ah. Aha. Ah, das sieht gut aus. Geh jetzt bitte mal Belunga machen. Nebenbei. Belunga, Belunga. Ah, das ist sehr gut. Wir gehen gleich mal rüber. Belunga, Belunga. Huga, Huga. Huga, hey! Meins? Da! Brutal! Okay. Das war anscheinend das erste Levelchen, unser Einstiegslevel. Unkbonga. Jawohl, Unkbonga 1. Ich mag diese Musik schon wieder zu gerne. Und ich bin sehr gespannt. Also, ja, also der Arzt hier, der muss sehr gut sein. Man hat schon bei der Schlange von gesehen, aber der Dino ist anscheinend auch nicht der What the? Ja, da wäre ich jetzt auch sauer, aber komm ich da hin? Da haben wir ein Nasenloch. Gut. Alles klar, hier oben haben wir Steinchen. Hä? Das war wie üblich, Überblick machen. Was ist denn das da, Putziges? Ein Faultier oder was? Oh, da können wir drauf oder irgendwas mitmachen oder. Ah. Buka Buka. So, dann können wir hier doch auch jetzt dran ziehen, oder? Aha. No comment. Sehr schön. So, hier bitte da wieder runter. Fängt schon sehr gut an. Find ich toll. Den Zahn will ich gerne mitnehmen. Der sieht so schön golden aus. So, kann ich jetzt nicht einfach rein? Hallo, rein da? Hallo? Ach so, da. Mensch. Okay. Sonst ist hier Zäpfchenmäßig. Ich hab keinen. Ach du, what the. Mit den Zäpfchen machen. Oh, alt. Mit den Zäpfchen machen wir die Krallen hoch. Yay! Uga Buka. Ja. Da müssen wir, glaube ich, mal gleich gucken. Nee, da können wir nicht dran ziehen. Den ersten müssen wir mal hochmachen. Da! Ah, sehr schön.
Was ist denn los, Kollege? Ist auf einmal so traurig. Ah, wunderbar. Können wir jetzt die komische Lust da reinwerfen, damit... Hey! Betrug! Mach mich nicht so. Wieder rein. Ah, jetzt haben wir das da. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Okay. Nee, also es ist wirklich nur die erste Kralle, wenn überhaupt. Das scheint ja so ansatzweise Lösung zu sein, ne? So ansatzgewiesen. Oh, können wir da können wir auch ziehen. Was hat das jetzt gebracht? Das ist ja schön wieder offen, oder wie? Hilfe! So, ist er das? Zack. Was war das denn? Was zum... Das will ich jetzt auch nochmal angucken. Das muss jetzt sein. Moment. Nase zu! Und noch einmal? Na, noch einmal, habe ich gesagt. Ach ja, müssen wir da drücken, so. Und dann noch einmal. Dann habt ihr das gesehen. Okay, da haben wir noch eine Kokosnuss. Wir kommen. Sehr genial. Ich freue mich echt, wie auf die Ideen wiedergekommen ist. Ich finde schon mal super. Ich finde es echt super. So, Uge, haben wir noch eine? Vielleicht fliegt es jetzt durch. Uge, und jetzt rein damit. Na. Oh, yes! Halt die doch nicht auf! Jetzt ist es, jetzt wird es bald herauskommen. Jetzt müssen wir mal. Ich habe schon eine Ahnung, was wir machen müssen. Jetzt muss der Schwanz ziemlich hoch. Das Schweifchen. So, komm, mach mal auf. Mach mal. Ah. Ja, ist ja gut. So. Und rüber mit uns. Haha. Bin ich hier gut oder bin ich hier gut? Komm ich natürlich nicht dran. Ist hier nicht gut. Müssen wir erstmal wieder unseren Lift, unsere Treppe runter machen. Unseren Weg zum Glück. Los, komm. So, komm, auf. Nicht stehen bleiben. Ohne Fleiß kein. Jetzt aber. Yes. Wupp! Und Bonga 2! Und wenn jemand so guckt, wie viele Level mögen das denn sein? 1, 2, keine Ahnung, 3 vielleicht? 4, 5? Auf jeden Fall ein paar. Ich bin schon sehr gespannt. Und da oben wird es auch angezeigt. Verdammt, da müssen wir mal drauf achten, gleich, wenn wir hier wieder rauskommen. Wasser. Kann ich Bonbon machen bestimmt? Wer bist du denn? Das ist ein Witz übrigens. Bunga. Das war jetzt irgendwie zu viel. Okay. Was haben wir denn hier? Haha.
Na, kann also noch nichts machen, okay. Was ist mit euch hier? Was ist mit dir da? Was machst du da? Hey, ich bin ein Schildkrötenschnecke. Boing. Ein unfreundlicher Stein. Und ein Rüsseltierchen. Hallo, Rüsseltierchen. Hier können wir auch Unga-Bunga machen. Der soll mal. Auf jeden Fall mit deiner Keule. Oh, wie kommst du? kann ich da am Rüssel ziehen? Ja, zieh doch einfach mal dran. Macht er nicht. Mal sehen, was könnte man denn mal machen? Jetzt können wir Bong machen. Ja! Ja, können wir ihn? Kein Regen, nur ich auch. Es ist sehr schön. Ich finde es sehr, sehr schön. Können wir das selber da drauf hauen? Flunk, nein, können wir nicht. Was ist. Okay. Ah, jetzt haben wir hier noch Sterne. Sternbilderchen. Okay, was können wir damit machen? Okay. Aha. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall das mal öffnen. Oder auch nicht. Hallo, komm mal. Nee, komm mal nicht. Frechheit. Ich hoffe, ich muss ja nicht irgendwie Funkel, Funkel, kleiner Stern oder sowas machen. Also dann kriege ich kleine Tobsuchtseinfälle. Aber was wir machen müssen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Und vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, die erste Folge von Feuer hat euch gefallen. Tschüss.